euch wiederzusehen, Bruder. Quest beendet. Wer war's? Der Schachtel der Assassinen. Seid aufs Neue gegrüßt, Assassine. Wenn ihr bereit seid, habe ich einen sehr wichtigen Auftrag für euch. Dieser Auftrag wurde von der Schwarzen Hand persönlich gut geheißen. Ja. Geht. Seid auf. Und vorher nur speichern. Sagt euch der Name Adamus Philida etwas? Die Plage von der Kaiserlichen Legion? Es wird höchste Zeit, dass er zu Sitis befördert wird. Okay. Glaubt ihr denn, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid? Ja, gut, ihr habt alle ein bisschen hinbekommen. Ja, bin ich. Es ist meine Ehre. Adamus Philida hat seine Dienstzeit damit zugebracht, Nachforschungen über die dunkle Bruderschaft anzustellen. Was? Unsere Aufträge zu vereiteln und unsere Brüder zu töten. Wir haben versucht, Philida aus dem Weg zu räumen, sind aber dreimal gescheitert. Er ist ein mächtiger Mann und war von mächtigen Verbündeten umgeben. Jetzt hat die Nervensäge der Legion endlich das Ende ihrer Dienstzeit erreicht. Adamus Philida hat sich zur Ruhe gesetzt. Philida darf dieser Triumph nicht gegönnt werden. Ihm ist ein finstereres Schicksal vorbestimmt. Philida lebt jetzt in Lejavin als Ehrengast der dort stationierten Soldaten in der Kaserne der Stadtwache. Er ist verwundbarer als je zuvor. Was muss ich tun, Ocheva? Die Schwarze Hand hat die Verwendung der Rose von Sitis zugelassen. Dies ist ein magischer Pfeil, der mit einem besonderen Zauber belegt wurde, um sein Ziel zu töten. In diesem Falle also Philida. Der Pfeil braucht Philida nur irgendwie zu treffen, um ihn zu töten. Doch er kann keinen Panzer durchdringen. Wenn ihr auf Philida schießt, während er seine Rüstung trägt, verschwendet ihr die Rose. Begebt euch nach Lejavin. Sucht Philida. Ermittelt, was er wann tut. Findet heraus, wann er diese vermaledeite Legionärsrüstung ablegt. Und dann überbringt ihm die Rose von Sitis. Tötet Philida, wie es euch beliebt, mit oder ohne Rose. Und ihr habt den Auftrag erfüllt. Aber wenn ihr einen Bonus wünscht, reicht dieser Mord nicht aus. Ihr müsst auch eine Nachricht überbringen. Wenn Philida tot ist, schneidet ihm den Finger ab, an dem er den Siegelring der Kaiserlichen Legion trägt. Deponiert diesen Finger im Schreibtisch von Philidas Nachfolger in der Kaiserstadt, in seiner Schreibstube in der Gefängniskaserne. Wenn euch dies gelingt, habt ihr euch einen Bonus verdient. Okay. Ewiger Ruhestand. Geht nun geschätzt. Rose von. Okay, ich hab gar kein Ding, ne? Gar keinen Bogen, ne? Hab ich einen Bogen? Doch, hab ich. Ne. Doch, ich hab einen. Oh, ich hab einen Bogen. Ja, ich glaube, einen Bogen soll ich vielleicht auch mal dabei tragen. Hab ich zwar nachher nicht mehr gemacht. Ich bin kein Bogenfan eigentlich, aber glaube, man kann ja trotzdem einen dabei haben. Man muss ihn ja nicht so oft nutzen. Machen wir ja eh nicht. Na gut, dann legen wir uns heute mit dem mächtigen Mann an. Geil. Ja, der Auftrag eben, der war super. Der war cool gemacht. Der war super. Sogar sagen wir jetzt, obwohl die sind alle geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe wieder Bock auf dich auf so ein Stealth Game. Also, wenn du die großen Projekte jetzt ist Lost Judgment auch durch, ich meine, da fehlt noch Kaito Files. Gut, Starfield ist noch relativ lang. Final Fantasy 16 ist aber auch schon noch nicht durch, aber so ziemlich, also nicht so ziemlich, weiß ich jetzt nicht, aber da sind wir auch schon relativ weit. Das wird ich nächstes Jahr wieder so ein bisschen mal gucken, ob wir da wieder mehr so in Stealth-Richtung vielleicht mal mehr gehen. Weil wir haben dieses Jahr echt viel RPG gemacht, was super geil war. War ein super geiles RPG, ja.
RPG, ja, also hat mir super gefallen, oder gefällt mir ja auch noch, ne? Also macht super Spaß. Aber man kann ja auch mal perspektivisch gucken, was man nächste, was in den nächsten Jahren so bringt. Ich höre euch zu, Bürger. Kennen wir uns? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor, doch ich komme einfach nicht darauf, woher. Sagt, nee, warte, das ist so doof, sagt nichts. Tja, nun. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ich genieße meinen Ruhestand, müsst ihr wissen. Also warum geht ihr nicht ganz einfach weg? Es ist aber witzig, dass man nur sagen kann, Zeit zu sterben. Ja, kann ehrlich, warte aber bis 0 Uhr. Da wird er ja wohl deine Rüstung nicht mehr tragen. 8 Uhr haben wir, ne? Bis 20 sind 12 Stunden, dann macht das 16. Jetzt mal in 16 Stunden. Ja. Elf, zwölf. Grüße. Und jetzt ist er... Hallo. Ah, jetzt hat er einen großen, großen Fehler begangen. Er hat sich hingelegt. In der Kaserne... Nein, da steht, steht in der Kaserne, oder? Oh Gott. Shit. Ja, aber das, also ich will eh sogar nächstes Jahr, ich glaube auch nächstes Jahr werden wir wieder mehr kleinere Projekte machen. Ich glaube nächstes Jahr, also ja, bis auf jetzt die kommen und natürlich die Spiele rauskommen, die ziehe ich jetzt nicht dazu. Aber ich gehe davon aus, dieses Jahr werden wir nicht so viel, einmal dieses Jahr, mit, wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, 4 Rollenspiel-Titel gleichzeitig laufen gehabt. Aber okay, okay. So geil, dann kannst du mich so rein spawnen, aber die KI hat dich nicht entdeckt. Ihr solltet jetzt gehen. Achso, Entschuldigung. Okay, da ist er schon wieder wach. Dann probier es mal 10. Probier jetzt mal hier. Jetzt hängt noch mal eine Stunde hinten dran. Als ob jetzt alle ist, aber nicht neu. Ja.
Wann hast du denn deine Rüstung mal aus? Dies ist die letzte Warnung. Raus hier. Dann wieder eine andere Tür da rein. Ne. Doch hier. Ja gut, die ist aber nicht zu. Ich bin eure Ablösung. Es wird allmählich. Also. Naja gut. Also ich verstehe es momentan nicht. Weil ich nicht weiß, wann der überhaupt pennen geht, also. Genau, jetzt sind wir alle hier drin, ne? Okay, warte mal. Speicher mal. Hi. Ihr seid nun außer Dienst. Es wird allmählich Zeit. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfis... Dann... Wenn ihr seid, hi. Hi. Schnell jetzt. Okay, nehmt jetzt... eure Pause. Neuer Tag. Jetzt schläft er. Neuer Septim. Ja. Das ist geil, weil jedes Mal, wenn ich reingehe, sind die alle da. Oh, wie soll ich denn das machen? Gekommen, euch abzulösen. Es wird allmählich Zeit. Okay. Gerade. Ich glaube, ich habe jetzt aber eine Chance. War hier nochmal. Nein. Oh, Alter, dann sieht mich einer, ja klar. So, können wir nochmal, aber das speichere ich jetzt mal nicht. Ihr seid nun außer Dienst. Neuer Tag, neuer Septim. Jetzt kommen die runter, was ist denn das? Ey, das ist ja... Das ist ja eine Scheiße gemacht. Mal Schlüssel mal.
Natürlich, ich kann jetzt für meine Belohnung zur Truppe zurückkehren. Wenn ich aber einen Bonus will, muss ich noch eine weitere Aufgabe. Wenn Filiat den Ring der Kaiser Legion. Ich soll deinen Finger mit dem noch steckenden Ring nehmen und in den Schreibtisch und vieles. Nach vorbei Kaiser Legion deinem Schreibtisch schimmer. Genau. Ich hab dir einen Finger von Artemis Philida und dem noch aufsteckenden Ring. Ich muss hier zur Kaiserstadt gehen, naja. Geh ich. So, mach ich schon. So. Ist. So. Ah, das war eine tolle Idee. So klar, den jetzt sauber, aber du, es hieß ja nicht, Ding, ne? Gut, ich hab keine. Ah. Ich hab's eh nicht. Ach ja, doch. Als ob der noch getroffen. Ja, na klar. Hi. Ganz ehrlich, ich hab auch jetzt schon. Kann ich so hilft mir doch einer. Kommt schnell, hier ist ein Räuber. Ja, genau. Tschüss. Da kommt der Weg. Daneben. Hier ist der Weg. Entschuldigung. Egal. Ja, das ist auch egal. Ich will wegen Mordes gesucht. Da kann ja noch wegen Diebstahl gesucht werden. Okay. Scheiße. Moment, in Türkei, der Stadt. Oh mein Gott, weil hier so viele Monster sind. Naja, nur Fall zu Fuß, ne? Wie weit ist das weit? Oh Gott, so weit. Ich kann warten. Ja, sehr gut. Also wir haben jetzt schon mal, wir sind schon mal entkommen. Gut. Wo gespeichert habe ich ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch gesucht werde. Nö. Das ist den scheißegal. Mhm. Sehr schön. Ich habe zum Glück alle Schlüssel jetzt. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Dann. Was? 295? Ja, wartet mal. Gut, wir haben ja gespeichert. Okay, ich glaube, das müsste gehen. Warte mal. Ich glaube, wir dürften mir das alles nicht abnehmen. Weil es, glaube ich, offiziell nicht geklaut ist. Na, und zack. Haltet auf. Allein nur 300, ne? Der größte Quatsch. Und ich habe auch alle Schlüssel. Und den Finger.
Und dafür habe ich jetzt 300 bezahlt, ist ja geil. Alter Schwede, lohnt sich Mord ja bald, ey. Halt, ihr habt gegen die... Ah, da muss ich also da... Okay. Eine Strafball reinzugehen. Ah, okay. Oh. Gut, für Mord habe ich schon gebüßt. 10, 20, nur. Geil, für Mord habe ich schon gebüßt und habe ich für das andere auch schon gebüßt. Geil. Okay, aber okay, der Auftrag war ein bisschen weird. Weil er war, ja, gut, war jetzt ja Glück, aber okay. Dann kann man also einen umbringen in der Öffentlichkeit, will ich verpissen, ein Pferd klauen und 300 für bezahlt. Geil. Das ist das beste Kopfgeld, das ist im Mund, da lohnt sich Mord ja bald. Soll ich ihn da rein tun, ne? Ich weiß gar nicht, was für Schlüssel ich jetzt alle hab, Alter. Hilfe, ich habe alles einfach an den Schlüssel. Oh Gottes Willen. Jo. Jo. Das ist ganz geil. Na, ist zu geil, ey. Ich habe einfach den umgebracht und dafür muss ich. Also man wird dich bestraft für Mord. Ich habe den Finger von Adam und Finder in den Schreibtisch eines Nachfolgers in dessen Schreibzimmer in der Karlstadt gelegt. Ich sollte jetzt auch hier was drücken. Gut, da bist du nämlich. Auftrag abgeschlossen. Das war ein easy Auftrag. Zum Mord, Alter. Jo. Kommt, also man kommt leicht mit Mord davon, wenn man dafür 300... Also wenn man jetzt ankommt, hey, du musst 300 bezahlen, 300 Goldmünzen, nur wenn du Mord begehen willst, dann... Weil dann brauchst du auch eigentlich gar kein Gefängnis mehr. Dann kannst du es abschaffen. Dann kannst du auch sagen, na gut, dann... Na gut, die für die, die ich zahlen können, ich glaube... Ja. Das können einige zahlen, so. Hallo, Osheva, na, ich hab's geschafft. Adamus Felida ist tot. Ich spürte, wie mein Herz mit der Liebe der Mutter der Nacht anschwoll, als dieses Schwein, dieser Sympathisant des Kaisers, sein Leben aushauchte. Ihr habt der dunklen Bruderschaft einen großen Dienst erwiesen, Meuchelmörder. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Okay, danke. Es ist euch auch gelungen, den abgeschnittenen Finger von Philida als Warnung an seinen Nachfolger zurückzulassen? Gute Arbeit! Ihr habt euch euren Bonus von 500 zusätzlichen Goldstücken wahrlich verdient. Ja, ich war mal aufgeregt. Ruht euch jetzt aus. Sittis weiß, dass ihr das verdient habt. Sobald ihr für einen weiteren Auftrag bereit seid, braucht ihr nur zu fragen. Okay,